Sind zu allem bereit. Ja, Kari. Kleiner Donner. Ja, Kari. Kleiner Donner. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Ja, Kari. Ja, Kari. Ja, Kari. Oh nein, nein! Die Pferde sind weg! Die Pferde! Hey, was ist passiert? Kleiner Donner! Oh. Schnell, schnell! Unsere Pferde wurden gestohlen! Kleiner Donner? Die Pferdediebe sind längst auf und davon. Wir haben kein einziges Pferd mehr. Zwei Männer kommen mit mir. Wir brechen sofort auf. Ja, genau. Wir müssen sie wiederfinden. Merkwürdig. Ich sehe hier gar keine Spuren von Kleiner Donner. Wartet! Nehmt Proviant mit. Er wird euch bei Kräften halten. Nur der große Geist allein weiß, wie lange ihr unterwegs sein werdet. Du auch. An die Arbeit. Es ist Zeit. Gehen wir. Was ist das? Ich erkenne Kleiner Donners Hufspuren. Er ist den Dieben entkommen. Unbezähmbar, wie ich ihn kenne. Aber wieso kommt er dann wohl nicht ins Dorf zurück? Er hat die Diebe verfolgt, um zu erfahren, wo sie hinreiten. Ich muss nur seiner Spur folgen. Dankeschön, Fettauge. Nehmt doch lieber die Pferde, um sie zu verfolgen. Dann seid ihr viel schneller. Keine Spur mehr. Ihre Fährte verliert sich am anderen Ufer. Sie müssen ein Stück durch den Fluss gewartet sein, um ihre Spur zu verwischen. Wir teilen uns zur Suche auf. Die Fährte ist ganz frisch. Kleiner Donner kann nicht weit sein. Kleiner Donner! Kleiner Donner! Ach, Jakari. Ach, du hast es verjagt. Alles in Ordnung, Kleiner Donner? Was ist passiert? Ich konnte nichts erkennen. Ein Tier, sehr schnell, mit Krallen. Es hat mich angegriffen. Aber zum Glück bist du dann ja gekommen. Ein Vielfraß? Nein, nein, das war kein Vielfraß. Sieh mal, Kleiner Donner, dein Angreifer hatte rotes Fell. Rot? Aha. Hauptsache, ich muss ihm nicht nochmal begegnen. Nichts. Wir haben das Ufer bis zu den Wasserfällen abgesucht und keine Spur gefunden. Ich hatte auch kein Glück. Wie kann eine ganze Herde nur einfach so verschwinden? Ich bin ganz Ohr, Kleiner Donner. Erzähl mir, was du gesehen hast. Nachdem ich den Dieben entkommen war, verfolgte ich sie, um zu erfahren, in welche Richtung sie ziehen. Sie verwischten ihre Spuren, indem sie lange Zeit flussaufwärts liefen. Heya! Doch sie überquerten den Fluss nicht. Um ihre Verfolger abzuschütteln, gingen sie auf derselben Seite wieder ans Ufer, auf der sie eingestiegen waren. Ihr Unterschlupf ist auf dieser Seite des Flusses. Ich habe ihn sehen können. Ich führe dich hin, wenn du willst. Natürlich will ich das. Nichts wie hin, Kleiner Donner. Schnell wie der Blitz! Sie können jetzt nicht mehr weit sein. Aber was ist das? Ein Puma. Und das da? Oh, Igitt! Jakari, sieh nur! Ah, das stammt von dem Tier, das dich angegriffen hat. Ich frage mich, ob... Ha!
Hab keine Angst, kleiner Donner. Diesmal bin ich ja bei dir. Zusammen haben wir nichts zu befürchten. Na gut. Oh, so ein Tier habe ich noch nie gesehen. Ja. Ganz ruhig, kleiner Donner. Es scheint verletzt. Hey, ich will dir doch nichts tun. Du sprichst ja die Sprache der Tiere, Kleiner. Ich bin Yakari, Freund der Tiere. Und wer bist du? Ein Luchs. Ich bin von sehr weit hergekommen, um das heilende schwarze Wasser zu finden. Es hilft gegen manche Verletzung. Tut mir leid, dass ich dein Pferd so erschreckt habe. Aber ich hatte Angst. Mit der kranken Pfote fühle ich mich verwundet. Ich kann nicht mehr jagen und ich habe Hunger. Hier ist was drin. Das ist getrocknetes Fleisch. Es wird dich wieder zu Kräften bringen. Und dieses schwarze Wasser soll dich heilen? Ja, es ist ein gutes Mittel, um die Wundheilung zu beschleunigen. Davon würde ich gern was mitnehmen. Oh. Großer Adler! Das schwarze Wasser heilt tatsächlich, doch es besitzt auch andere Kräfte. Und nicht alle davon sind gut für den Menschen. Es brennt. Das Wasser brennt? Sieh her. Oh. Es kann auch große Zerstörung anrichten, Yakari. Wenn die Menschen sich das schwarze Wasser um jeden Preis aneignen wollen, wird das mehr Schaden als Nutzen zur Folge haben. Und es wird sehr viel Unheil stiften. Und ich wollte es mit nach Hause nehmen. Aber dennoch wird es dir schon sehr bald einen überaus großen Dienst erweisen, Yakari. Ja, welchen denn? Du wolltest doch die Pferde finden, nicht wahr, Yakari? Ja, aber... Dann tu, was du dir vorgenommen hast. Gut. Du wirst sehen. Ist der Luchs weg? Ja, und jetzt zeig mir das Nest der Diebe. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Da ist es. Das Lager liegt direkt hinter dem Bergkamm dort. Kleiner Donner, wir müssen noch heute Abend etwas unternehmen. Wenn sie morgen weiterziehen, holen wir sie nie mehr ein. Da sind sie. Wir müssen sie unbedingt retten. Yakari, wie willst du das denn jemals alleine schaffen? Wie, mit einer List natürlich. Ich bin ein Sioux. Tja, also das muss aber eine raffinierte List sein, denn die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Achtung! Sie gehen zum Schlafen in die Höhle. Unsere einzige Chance ist also... Keine Bewegung! Die Diebe! Oh, Vater! Yakari, was tust du hier? Ich bin wirklich stolz auf dich, mein Sohn. Du hast die Pferdediebe vor uns aufgespürt. Yakari hat die Intelligenz eines Fuchses und ist schnell wie ein Hirsch. Und er hat ein tolles Pferd. Wir schlagen zu, wenn die Nacht anbricht. So vermeiden wir unnötiges Blutvergießen. Pferde mit. Schnell weg!
Pferde mitgenommen, könnten sie uns nicht verfolgen. Sie holen auf. Bereit zum Kampf? Nein, Gewalt ist keine Lösung. Ich habe eine Idee. Schwarze Wasser also schon? Oh ja, Yakari, die Sioux kennen die Macht des Schwarzen Wassers schon lange. Aber sie wissen auch um seine Gefahren. Darum ist es besser, es dort zu lassen, wo es ist. Es gehört der Erde, nicht den Menschen. Sie sind wieder da! Und sie haben die Pferde dabei! Bravo! Die Pferde! Sie haben die Pferde gefangen! Da seid ihr ja! Hey, ich hab's ja gesagt. Nehmt die Pferde, dann seid ihr schneller.